Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video demonstriere ich, wie man lötet. Dazu habe ich mir hier so ein Lötset besorgt. Es gibt grundsätzlich viele verschiedene. Das hier hat halt den Vorteil, es ist eine bekannte Blinkschaltung und hat viele verschiedene Bauteile, sodass wir uns das mal ein bisschen näher angucken können, wie man welche Bauteile einlötet. Was brauche ich zum Löten? Natürlich einen Lötkolben. Hier habe ich einen. Das ist hier einfach ein ganz einfacher. Ich habe so ein Set hier. Das Set hat hier einen schönen Ständer für den Lötkolben und hier ist ein nasser Schwamm, damit ich die Lötspitze sauber machen kann. Dann ganz wichtig, das Blaue ist eine Matte. Wenn irgendwas runterfällt oder so, damit ich meinen Tisch nicht kaputt mache. In dem Set war hier noch so eine helfende Hand dabei. Das ist ganz nett. Und natürlich brauche ich Lötzinn. Ich habe hier steht's, wenn ich es rumdrehe, AG und CU. Das heißt, das ist Lötzinn mit Silber- und Kupferanteil. Was machen diese Beigaben? Früher hat man Lötzinn gehabt mit Blei und heute ist halt Kupfer und Silber unter anderem da drin. Wofür brauche ich das Kupfer und das Silber? Das verändert einmal den Schmelzpunkt, aber noch wichtiger die Benetzungseigenschaften. Das heißt, wenn ich möchte, dass hier zum Beispiel Lötzinn drauf hält, dann sind Benetzungseigenschaften wichtig. Das Blei hatte sehr gute. Bei dem heutigen Lötzinn ist es so, dass es wichtiger ist, das Bauteil schön zu erhitzen, damit das Lötzinn sich dann auch mit dem Bauteil verbindet. Wichtig ist, das, was hier übersteht, immer zum Schluss abschneiden, damit man halt eben den Draht erhitzt und nicht das Bauteil. Das schont etwas das Bauteil. So, ich habe hier verschiedene Bauteile. Eben hatte ich einen Widerstand in der Hand, den kann man sich nochmal angucken. Wenn man genau hinguckt, sieht man die Farben Braun, Schwarz und Rot und noch so einen goldenen Ring. Und dann habe ich hier eine Widerstandsuhr, nennt man das. Und das kann ich jetzt hier einstellen. Braun, Schwarz, Rot. Das heißt 1, 0 und dann nochmal zwei Nullen dran. Also 1000, also 1 Kilo-Ohm. Und plus minus 5%, das ist wie genau das Ganze ist, diese Angabe. Das heißt, das hier einfach nur so ein Stückchen Papier, kann man sich für ein paar Cent kaufen. Man kann aber auch was, was ich im Internet nachgucken oder in manchen Anleitungen steht sogar drin. Aber wenn man es hat, ist es ganz nett. So, dann, wie gesagt, das Bauteil kann ich, ist egal wie rum. Das hier ist noch ganz nett. Damit kann ich, das ist eine sogenannte Abbiegevorrichtung. Das heißt, ich kann hier links und rechts schön das entsprechend umbiegen. Der Widerstand, hat man ja schon gesagt, ist egal wie rum. Aber zum Beispiel, das ist ein Kondensator. Beim Kondensator ist es nicht egal wie rum. Man sieht, hier ist Minus gekennzeichnet. Und wenn man genau guckt, sind die beiden Drähte unterschiedlich lang. Der kurze Draht ist immer Minus, der lange ist Plus. Ich merke mir das immer so. Für ein Plus brauche ich mehr Tinte und hier brauche ich entsprechend mehr Draht. Bei so einer Leuchtdiode gleiches Spiel. Ein Draht ist länger, das ist Plus, der kürzere ist Minus. Und selbst hier sowas, was drei Anschlüsse hat, kann man ja auch falsch rum einlöten und damit es nicht passiert, sieht man, hier fehlt eine Ecke. Es ist nicht rund. Und hier entsprechend ist auch das Ganze gekennzeichnet. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe den Lötkolben auf etwas über 300 Grad vorgeheizt
Und dann werde ich jetzt mal das zusammenlöten. Normalerweise geht man her und macht die niedrigen Bauteile als erstes rein. Das sind in meinem Fall die Widerstände, die haben auch den Vorteil, die sind relativ unempfindlich. Das heißt, die eignen sich sehr gut, um daran löten zu lernen. So, jetzt hatte ich eben schon die Widerstandsuhr. Das heißt, ich habe hier 1 Kiloohm und hier habe ich 1 Kiloohm. Das heißt, das muss jetzt hier rein. Dann nehme ich meine Abbiegevorrichtung, gucke, was hier richtig ist. Und gehe her und biege mir die beiden zurecht. So. Zack, zack. So, das hält jetzt von alleine. Man kann auch so ein bisschen das auseinanderbiegen. Dann hält es garantiert. So, jetzt habe ich noch mehr Widerstände. Ich bestücke jetzt erstmal alle Widerstände. Das heißt, ich gehe jetzt her. Ich habe jetzt hier nochmal. Das ist jetzt braun, schwarz, orange. Braun, schwarz, orange. Und wenn ich das auf meiner Widerstandsuhr einstelle, kommt da 10 Kiloohm raus. Also 10 Kiloohm, das passt. Hier sind nämlich noch zwei frei, wo zwei 10 Kiloohm rein sollen. Also biegen wir das ab und stecken das hier rein. Zack. So. Man sieht auch schon, in der Regel ist auf der einen Seite die Bauteilseite und auf der anderen Seite wird gelötet. Dazu nehme ich mir von meinem Lötzinn. Vielleicht so am Rande, wenn ich irgendwo mal zu viel Lötzinn drauf mache, da hilft hier sowas. Das ist Entlötlitze. Oder es gibt so Entlötpumpen. Damit kann ich, wenn ich das möchte, das auch wie so ein Staubsauger wegsaugen. Ich habe hier eine liegen. Und zwar so sehen die Dinger aus. Das heißt, ich gehe her, drücke hier drauf und dann, wenn ich hier drauf drücke, zieht das hier praktisch das Lötzinn, was zu viel ist, wieder rein. Ja, wie viel Lötzinn kommt drauf? Das im Prinzip so etwas entsteht wie eine, ich mal es am besten mal auf. Also, hier ist das Loch, hier ist mein Draht und am Schluss habe ich praktisch das hier ist Lötzinn. Also praktisch so, so kegelförmig. Gut, probieren wir es mal. Ich habe meinen Lötkolben. Ich halte ihn so dran, dass ich Draht und das Pad erhitze. So, was brauche ich noch zum Löten? Das sieht man jetzt, wenn ich alles natürlich spitze sauber machen am Schwamm. So, was braucht man noch? Das hier. Eine Zange zum Abknipsen. Hier ist eine, die ist aufgrund der Anordnung recht komfortabel, was das Abknipsen angeht. Es gibt auch so abgewinkelte und wie gesagt hinterher abknipsen, weil das schützt so ein bisschen auch das Bauteil, damit das leitet die Wärme vom Bauteil weg, sodass das Bauteil
da so etwas geschützt ist. So, wenn man sich das jetzt so aus der Nähe anguckt, ja, bisschen ungleichmäßig, aber es geht. Gut, damit sind wir durch. Was man jetzt noch braucht, ist knister knister eine Batterie. Und wenn ich jetzt hergehe und die Batterie anschließe, leuchtet beide. Das ist ja interessant. Ah, ich sehe was. Ich habe hier ein, das nicht richtig eingelötet. Natürlich macht man vorher den Strom raus. Und jetzt läuft's auch. So, fertig ist der Wechselblinker. Warum ist er eben nicht gegangen? Das Ding hier übrigens ist der Batteriehalter. Naja, es war eine Lötstelle, die habe ich schlicht und ergreifend vergessen. Und dadurch ging es nicht. Also, hinterher nochmal drauf gucken, dass man alle Lötstellen erwischt hat. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du weißt jetzt, wie das mit dem Löten funktioniert. Lötkolben, Schwamm, Ständer, ganz wichtig, eine Matte und dann halt natürlich Lötzinn.